So, meine Freunde, ja, ihr seht schon, ich möchte heute versuchen, den Fahrersitz rauszukriegen, damit ich da unten besser hinkomme. Denn ich muss ja da die Nieten rausmachen und irgendwo da unten soll sich auch noch der Luftfilter befinden. Und das geht einfach besser, wenn ich hier den Sitz rausmache und ich mich nicht ja irgendwie so verqueren muss. Und ich bin mal gespannt. Ich denke mal, dass der Sitz nicht mit vielen Sachen verbunden sein wird und ob das überhaupt mir jetzt gelingt oder ob ich mich da vorher irgendwo informieren muss. Aber let's go, let's do it. Alter Schwede, war das ein Kampf, die Mittelkonsole rauszuholen. Und das Witzige ist, die sind nur mit 6 Schrauben befestigt, aber trotzdem, es war einfach ein Kampf. Hier die 2 Schrauben easy going, die 2 Schrauben easy going, war ja nix. Dann musste ich hier die Schraube hier unten rausmachen, dann ich selber hier die da, die musste ich rausmachen. Dazu habe ich dieses Metall hier hochgebogen, wo wir diese, ich weiß nicht, diese komische Schraube da haben. Und ja, genau, deswegen habe ich sie hochgebogen. Ist egal, die verwerten wir eh nicht mal. Das kann man dann wegflexen oder was auch immer. Und ja, die Schraube noch. Dann konnte ich sie endlich rausholen, aber das war so verkantet, weil hier die Schrauben hier waren und da die Schrauben hier. Das war ganz komisch. Ich musste richtig Kraft anwenden. Gott sei Dank ist nichts kaputt gegangen. Alles ist heile geblieben. Und ich bin echt froh, dass die draußen ist. Beim Sitzen muss ich mir echt noch gucken, wie die befestigt ist. Ich glaube, die ist irgendwie zwischenbefestigt. Also sprich, der Sitz ist auf so einer Art Schiene drauf. Und dann kann man das lösen. Ich weiß aber nicht, ob die Elektronik am Sitz dran ist oder unter dem Sitz. Ich vermute fast am Sitz. Das wird noch ganz lustig. Aber es wird langsam leer hier drin. Also es läuft, es läuft. Also jetzt dann würde ich gerne den Beifahrersitz raus haben. Und dann Rückbank. Hinter der Rückbank hier, hinter der Verkleidung da, sind die ganzen Steuergeräte. Die will ich dann auch rausholen. Ja, und dann mal gucken. Dann müsste ja auch so langsam hier das große Armaturenbrett rausgehen. Und wow, haben wir echt was vor uns. Dann kommen die Türverkleidung erstmal Beifahrer und die hinteren Fahrerseite lassen wir noch drin, damit wir hier nur alles einstellen können. Sure. So, noch ein kleiner Zwischenstand, was wir alles heute rausgeholt haben. Es ist echt mega viel.
Einmal das hier und dann hier die ganzen Verkleidungen, das Dashboard, das Kombi-Instrument. Also wir haben heute echt mega viel geschafft und jetzt schauen wir mal, was wir zuletzt rausgeholt haben. Wir haben einmal hier den Getränkehalter rausgeholt. Wenn man hier so drauf drückt, dann klappt sich der Getränkehalter hier raus. Voilà. Dann, was haben wir noch? Einmal den CD-Wechsler. Der ist ganz cool. Da ist so ein CD-Wechsler hier drin. Den kann man jetzt leider nicht öffnen, weil der elektronisch ist. Der ist in der Mittelkonsole drin. Hier so drin. Und das ist die Mittelkonsole, die mich ja fast wahnsinnig gemacht hat. Weil die so ätzend da drin befestigt ist. Und der Kombi-Instrument. Ja, den hat man ja vorhin schon innen mal kurz gezeigt. Wow, sind wir ertragreich heute. Mal schauen, was morgen so der Tag bringt.